Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. In der letzten Folge haben wir Herr kennengelernt, einen sehr interessanten Mann, und ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht, die Mission mit dem zu machen, und ich hoffe, wir werden mit dem noch einiges erleben können. Und das sind so Momente, wo man einfach sagen muss, dass das Spiel absolut Spaß macht. Das sind die Dinge, die sie echt gut hinbekommen haben. Und wir gucken mal, was wir heute so machen. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, da gestern hingegangen zu sein zum Fort Drupman. Hätte ich echt nicht gedacht, dass die so cool drauf sind. Aber okay. Da hätten wir noch das Fangzentrum. Chet Wolanski hätten wir hier auch noch in der Nähe. Oder auch Klatsch Nixon. Ja, oder was haben wir hier noch? Nebenmission, alles klar. Toller Name. Sherry Woodhouse und Can of Worms Angelbedarf. Ich glaube, wir gucken da mal vorbei, oder? Würde ich schon sagen, dass wir da mal vorbeischauen. Dann markiere ich mir das mal da hinten, dann schwimme ich kurz darüber und hole mir dann da das Quad. Und dann sehen wir uns gleich da drüben wieder. Beim Angelbedarf. Okay, da sind wir auch schon. Wir sind gleich da und hier sind auf jeden Fall schon Schusswechsel irgendwo. Aber wo? Und warum? Da oben anscheinend. Warte mal. Ich kann mal ein bisschen mit Dynamit ein bisschen nachhelfen. So. Vielleicht treffen wir ja damit wen. Oh, kommt der denn her? Okay, den haben wir. Wunderbar. Gleich mal plündern den alten Sack. Okay, da ist noch ein Sniper-Typ. Wenn, mal gucken, ob ich den... Oder er hat einen RPG in der Hand. Gucken, ob ich mich an den ranschleichen kann. Hier bin ich. Tschüss. Oh, das ist einer von uns. Oh, ich hätte ihn fast angeschossen, den Typ. Er hat uns geholfen. Sehr nett von ihm. Auf jeden Fall, ne? Und dann gehen wir mal da runter zum Angelbedarf. Und reden mal mit dem Kerle da. Ja. Wusch. Okay. Can of Worms. Alles klar. Hier kann man also Köder kaufen, oder wie? Sherry Woodhouse. Ist eine Frau. Da vorne kann man Boote kaufen. Da kann man aber auch noch looten. Da ist nämlich ein Rucksack. Können wir immer gut gebrauchen. So, dann schauen wir doch mal im Haus vorbei. Kann ich hier rein? Wo kann ich nie rein? Da vorne ist offen. Alles klar. Hallo, Sherry. Bist du wegen des Auftrags hier? Ja. Warte, ich will noch dir gerade ein paar Sachen klauen. Da können wir loslegen. Da ist noch die Kasse, die kann man noch plündern. Sehr makaber. Ich könnte Hilfe gebrauchen und ich kann bezahlen. Ja, ich habe mir die Bezahlung schon genommen eben. Ist schon gut. Also, die Sache ist die. Hm. Vor einer ganzen Weile hatte meine Familie mal eine Destille. Die haben wohl das beste Zeug gemacht, das ich je getrunken habe. Okay. Helen 57. Nice. Es ist bankrott und es ist alles weg. Hm. Aber ich habe das Tagebuch meines Urgroßvaters gefunden und darin steht, dass der Whisky überall im County unter Wasser reift. Einige Fässer wurden nie gefunden. Unter Wasser? Ich schon seit Jahren. Ich zahle dir einen Finderlohn, wenn du mir alle bringst. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Fass im See da hinten ist. Da ist eine Markierung östlich von hier. Ja, okay, danke. Wir gucken mal vorbei. Whisky-Fass. Sammle die Whisky-Fässer im See. 15 Stück brauchen wir. Die sollen hier sein, ja? Und wie soll man die erkennen? Kann man die auf der Karte sehen? Ich denke nicht, ne? Oder doch? Nee. Ist wahrscheinlich per Zufall, oder? Wollen wir einfach mal schauen? Sie meinte ja, hier hinten soll irgendwo was sein, ne? Kann man da was erkennen? Ich gucke gerade mal, Leute. Gerade mal schauen, ob wir hier auf dem Grund des Sees irgendwas erkennen können. Aber ich sehe gerade einfach nur Bliss. Alter, ich sehe echt gar nichts. Ich habe da leider keinen Fass finden können. Bei dem See und ich bin gerade mal wieder woanders hingereist und zwar nach Klatsch Nixon. Das war, glaube ich, das, wo wir mit dem Wingsuit zum Parcours fliegen mussten. Kann das sein? Ich glaube, da waren wir schon mal und ich habe es mir ja mittlerweile gekauft und zwar und deswegen können wir das heute mal machen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Okay. Da wollen wir doch mal lesen hier. Jo, alles klar.
jedem erdenklichen Teil der Schöpfung, trägt einen neuen Wingsuit, der aus den Häuten seiner geliebten, verstorbenen Haustiere besteht. Was? Im Zenit seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten, nach einem von Askese geprägten Leben und finanziell erfolgreicher, als er sich je erträumt hatte, sprang Klatsch Nixon von einem Berg und ward nie mehr gesehen. Nach monatelanger Suche wurde kein Leichnam geborgen. Man erklärte Klatsch Nixon für tot. Doch jedes Jahr stürzen sich hunderte seiner treuesten Fans im Andenken an ihren lange verschollenen Helden von eben dieser Steilwand. Gute Reise, Klatsch Nixon. Du glorreicher, großartiger Hundesohn. Gute Reise. Gute Reise, gute Besserung. Und ich würde sagen, wir probieren es auch mal. Jo, da sind wir. Guten Flug. Nebenmission. Mach dich bereit. Okay. Ja, der Klatsch Nixon durfte sein ganzes Leben nichts klatschen. So, Attacke. Und los geht's. Oh, falscher Knopf. Alter. Mann, Leute, die Steuerung ist so bescheuert, ganz ehrlich. Geht das überhaupt, wenn ich da... Muss ich da komplett durchfliegen oder... Reicht das, wenn ich da... Na, es reicht. Wenn ich da in der Nähe fliege, oder? Ich finde, die Steuerung ist echt bescheuert. Achso, ich habe jetzt... Das erste Mal habe ich jetzt gerade den Ring getroffen und dadurch 5 Sekunden bekommen. Also, werde ich... Ja, werde ich auf jeden Fall so nicht durchkommen. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube eher nicht, denn... ich habe am Anfang zu viele Sachen verfehlt und ja, das wird glaube ich nichts mehr. Ja. Ne, wir schaffen das bis dahin nicht mehr, Leute. Das wird verdammt eng. Oh, oh. Jo. Bisher leben wir noch. Was für ein Wunder. Jo, das war schade. Das war schon mal kein guter, kein schlechter Versuch, aber ja. Vielleicht schafft man es ja beim zweiten Mal. Okay, da bin ich wieder. Mal gucken, ob wir das diesmal ein bisschen besser machen. Ich finde, die Steuerung ist echt... Die ist echt für den Arsch. Man kann nicht mehr gegenlenken, wenn man... falsch positioniert ist vorher. So, da haben wir schon mal 5 Sekunden bekommen. So, das war auch okay. Dann hier. Komm schon. Klatsch Nixon. Jawohl, den haben wir auch bekommen, den Checkpoint. Alles klar. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht, Klatsch Nixon. So, diesmal haben wir nur, glaube ich, ein oder zwei verpasst. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal dadurch besser. Aber echt krass hier, wir klatschen hier mit dem Wingsuit. Ja, mit dem Wingsuit hier durch das Tal durch, an den Bäumen vorbei, ganz knapp. Echt übel. Alter Schwede. Hier warten jede Menge Bäume. Der kleinste Fehler wäre tödlich. Das stimmt allerdings. Hier kommt das letzte hin. Oh, da vorne war das schon das Ziel. Das ist ja bescheuert, Leute. Als ob. Wir waren einen Punkt vorm Ziel gestorben eben. Richtig bitter. Ja gut, das haben wir geschafft. Freut mich auf jeden Fall. Ich war schon eben ganz kurz getriggert. Aber wir haben es geschafft. Okay, und dein Erfolg erhalten. Wunderbar, was kommt da schon wieder an? Was uns entdeckt? Ach, der LKW. Dann nehmen wir noch gerade mal die MP5 raus. Den müssen wir eigentlich gekriegt haben, oder? Ja, Hammer. Perfekt. Wunderbar. Dann können wir gerade mal den LKW aufmachen. Mal sehen, was da drin ist. Truck geplündert. Was haben wir denn da? Oh. Ein Maschinengewehr. Nehmen wir auch gerne mal mit. Damit könnten wir eventuell mal ein Flugzeug vom Himmel holen. Die MP5 holen wir uns später dann wieder bei einem Waffenhändler oder so. Können wir auf jeden Fall machen. Aber gut. Dann gucken wir nochmal, wo wir als nächstes hingehen können. Da oben wäre noch Klatsch Nixon. Ja, da waren wir ja schon.
Die können wir also auch wiederholen. Das auch Klatschnixen. Ah nee, das sind mehrere Punkte von Klatschnixen. Wir müssen also häufiger die Parcours schaffen. Chad Wolanski. Wollen wir da mal vorbeischauen oder beim... was haben wir denn hier? Cougars Baseballkarte. Okay. Die Hope County Cougars, oder was? Baseballmannschaft. Ja gut. Was machen wir denn noch? Was könnten wir denn noch machen? Wir gehen mal zu Chad Wolanski. Und dann reise ich mal hier zum Old Sun Outfitters. Wir brauchen ja auch noch für den Arzt, glaube ich, einen Schwarzbärfell, richtig? Für den Tierarzt brauchen wir das, glaube ich, noch. Aber vielleicht finden wir ja einen auf dem Weg. Wir gehen mal darüber. Habe ich denn hier ein Auto? Aber ja, nee, habe ich einen Verkauf. Kann ich mein Auto spawnen lassen? Da ist es. Das machen wir gerade mal. Da haben wir ja so ein schönes Muscle Car. Wo haben wir es denn? Da ist es schon. Genau. Das wollen wir fahren. Und da steht's. Und da kommt ein Heli, oder was? Jo, alle klar. Wag es nicht, mich anzugreifen. Fahr schön, oder flieg schön weiter, genau. Jo, dann fahren wir mal rüber. Zu dem Kerle. Okay, da vorne ist er anscheinend. Ich steig hier mal aus. The Grill Streak. Was macht er denn hier? Hä? Chad Wolanski, der sieht ja cool aus. Was hat er denn da für einen krassen Grill? Was? Hä? Kannst du sprechen oder was ist mit dir los? Wir plündern gerade mal seine Kisten. Zur Sicherheit. Was haben wir hier? Nehmen. Was ist das? Hä? Was war das gerade? Für ein komischer Ton. Was haben wir da aufgenommen? Da ist ein Telefon. Alter, der Chat hier ein richtig cooles Lager, hä? Aber komischer Typ, wir gucken uns gerade mal das Telefon an. Was da drauf gesprochen wurde. Ich bin's, Eli. Ich hab gehört, was diese Bastarde deinem Restaurant angetan hat. Ach, der Eli. Doch das heißt nicht, dass wir aufgeben. Wir brauchen dich. Jetzt mehr denn je. Wir haben Männer und Frauen hier, die Hunger haben. Und diese Peggys sammeln jede Nahrung ein, die sie kriegen können. Schick alles, was du hast, zu uns. Dann geben wir unser Bestes, um dir Jacob von der Pelle zu halten. Okay, also der Eli ist ja der Anführer der Whitetails und der Chat scheint anscheinend mit ihm einen guten Draht zu haben. Da kommt gerade ein Typ an. Der kommt aber nicht hierher gefahren, ne? Nee. Alles klar, wir reden mal mit dem Chat. Wir haben auch noch einen Brief, den lesen wir uns aber noch durch. Leicht angekugelte Notiz. Hiermit sei verkündet, dass dein Urteil gesprochen wurde und du in den Augen des Vaters schuldig bist. Du hast unsere Feinde auch weiter mit Nahrung und Vorräten aus deinem Restaurant versorgt, nachdem wir dich gewarnt hatten, dies nicht zu tun. Du darfst damit rechnen, dass der volle Zorn von Eden's Gate dich, deine Familie und deinen gesamten Besitz treffen wird. Das Feuer wird deine Seele reinigen. Jo, hier haben's drauf. Okay. Ja. Auf jeden Fall, okay. Der Synchronsprecher, von dem wäre ich gern gewesen. Sammle Fleisch von überfahrenen, gewalttragenden Tieren. Ja, moin. Wir sollen jetzt tatsächlich Rehe überfahren, damit er was kochen kann. Was ist das denn? Warum kann ich denn nicht einfach mit dem
einen Bogen gezielt ausschalten, dann ist doch das Fleisch viel hochwertiger. Das ist doch dann komplett mit Blutergüsten überzogen. Das kann man doch gar nicht mehr essen. Das ist überhaupt. Das bringt doch überhaupt nichts. Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwo was finde an Rehen. Das ist auf jeden Fall ein Typ, aber der ist von. Ne, der ist nicht von uns. Okay. Tschüss. So. Da ist noch jemand, der Stress möchte. Da fährt ein viel. Da läuft ein Vielfraß. Ey, ich habe mich festgefahren. Nicht ernsthaft, oder? Ich muss hier raus, verdammt. Der Gegner hat da Verstärkung gerufen, what? Wer ruft damit? Nee, muss ich nicht. Ich kann auch weiterleben. So. Kommt her. Ja moin, wie lange hat der denn ausgehalten, der Typ? Alles klar. Da kommt ein Zivilist, okay. Wir brauchen überfahrene Tiere. Wo auch immer ich die hernehmen soll. Das ist eine blöde Mission. Warum kann ich nicht einfach schießen? Land des guten Geschmacks, ja. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Mission, die man auch nur im Vorbeifahren machen kann, ne? Weil wann finde ich denn jemanden in Reh, das über die Straße läuft? Wann passiert das denn mal? Hier oben ist alles abgebrannt. Ich glaube, hier kann ich auch nichts mehr looten, oder? Nee. Sieht schlecht aus, schade. Ach, da ist ja noch einer. Und warum hängen eigentlich meine... Ach so, da ist ein Stein, den habe ich gerade gesehen. Kann ich hier nochmal raus? Ah, der Vielfraß wollte mich gerade beißen, der Sack. Als ob das Auto hier nicht mehr rauskommt. Hallo? Das will mich doch verarschen. Naja. Dann nehmen wir hier so einen Truck. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auf Rehe treffen werden. Okay, hier könnten eventuell welche sein von den Rehen. Oder von diesen komischen Pronghörnern. Wollen wir doch mal hoffen, dass hier eins über die Straße läuft. Da sind Typen, die werde ich gerade mal... So. Gute Besserung. Yo, alter Schwede, der fährt volle Kanne in mich rein. Weg mit euch. Nee, 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 warte, warte, warte. Ja, ja. So, den haben wir schon mal. Den haben wir auch. Wunderbar. Die beiden sind Geschichte. Ich finde einfach keine Rehe auf der Straße. Das kann nicht sein, ne? Was für eine Mission. Oh, da ist ein Schwarzbär, Leute. Da ist ein Schwarzbär. Moment. Ich bin hier gerade mal ein bisschen im Wald rumgeeiert. Da ist er doch. Okay, wunderbar. Das haben wir dann schon mal für den Arzt dann, ne? Genau. Nice. Erreiche Dr. Charles Lindsays Labor. Jetzt brauchen wir nur noch die vier Pronghörner hier. Ja, okay, Leute. Ich finde hier keine Pronghörner und ich habe gerade mein Auto schön festgesetzt im Wald. Und, ja, keine Ahnung. Ich mache das am besten mal einfach nebenbei, wenn wir gerade mal eins sehen. Ich denke, es bringt nichts, wenn wir hier jetzt danach suchen, explizit. Und ich denke, das ist besser, wenn wir dann einfach per Zufall dann eins aufs Korn kriegen und das dann dadurch abschließen. Aber da vorne ist noch eine Person. Ach, diese eine mit dem Hund. Genau. Was haben wir die denn von uns? Zuerst konnte ich es nicht glauben, aber dann habe ich es selbst gesehen. Die Peggys benutzen die Geiseln als Zierscheiben. Wir müssen hin und sie aufhalten. Okay. Ranger-Station des Whitetail Parks. Alles klar. Sektenaußenposten. Wo ist denn der? Da hinten. Ah, okay. Ja. Das werden wir bei der nächsten Folge tun, denn das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Macht's gut.